Also ich bin Professor Maurer, ich bin Urgestein in Graz, ich bin vor 38 Jahren nach Graz gekommen, um hier die Informatik aufzubauen. Ich war der erste Professor hier und inzwischen ist eine Gruppe von 350 Leuten. Also ich bin froh und ganz stolz darauf, dass ich da habe mithelfen können bei diesem Aufbau der Informatik in Graz. Im Prinzip ist es so, dass im Web heute viel zu viel Informationen schon steht, oder man kann auch sagen, zu jedem Thema eben sehr, sehr viele Informationen. Die Zahlen sind verblüffend. Die letzten Zahlen in der Studie in Berkeley zeigen, dass sich die Informationen im Internet alle 11 Stunden verdoppeln. Was natürlich wahnsinnig klingt. Man kann sich nicht vorstellen, dass in einem Tag die Informationen sich vervierfachen oder mehr als vervierfachen. Und das stimmt wohl, aber es kommt natürlich darauf an, wie man zählt. Also wenn man eben die ganzen Webcams dazu rechnet, Sensoren dazu rechnet, dann stimmt's. Und sonst stimmt es natürlich so nicht. Aber das Wachsen der Informationen ist trotzdem eben, ich würde fast sagen, bedenklich. Das heißt, es ist zwar alles da, aber man findet es nicht. Und das bedeutet, dass im Internet etwas eintreten wird, was ich seit eben doch jetzt schon fast 5 oder 10 Jahren erwarte, nämlich, dass eine weitere Schicht eingezogen wird. Also nicht mehr Suchmaschinen, sondern das Material sozusagen einer gewissen Begutachtung unterliegt und damit einer gewissen Vorqualitätsprüfung. Und das ist eigentlich das Austauschverfahren. Also im Austauschverfahren versuchen wir Menschen schon seit einigen Jahren, umfangreiche Informationen nicht nur zu Österreich, aber eben auch sehr stark Fokus Österreich anzubieten, die aber einen gewissen Qualitätsstempel haben. Es steht bei den Beiträgen halt ein Autor dabei oder ein Buch dabei. Das heißt, man weiß eben, das ist jetzt nicht mehr eine ganz unzuverlässige Quelle, wie jede andere Quelle im Internet heute ist, im Web heute ist, inklusive Wikipedia, sondern ist eben schon etwas vorgeprüft und es steht eine Person dabei und man kann die Person kontaktieren. Das heißt, es ist ein gewisser erhöhter Qualitätsanspruch. Und ich glaube, dass wir damit wirklich Vorreiter sind. Also ganz radikal gesprochen, und ich kann es in der Kürze vielleicht nicht genau erläutern, ich glaube, dass es in 5 Jahren keine Suchmaschinen mehr geben wird, sondern die Suchmaschinen eine ganz neue Rolle übernehmen werden, nämlich suchen auf einer etwas höheren Ebene. Also dort unten liegt die Plattform von sehr, sehr vielen Informationen und darüber liegt dann die viel geringere Menge von schon gesichteten Informationen, die schon einen etwas höheren Qualitätsanspruch haben. Und das, bilde ich mir ein, haben wir im Austauschverfahren versucht und vorweggenommen. Ansonsten bin halt das Austauschverfahren eben wirklich von einem umfangreichen Lexikon, einem allgemeinen Lexikon, halt viele Sachen auch sehr spezieller Natur. Also seien jetzt das die österreichischen Briefmarken oder seien das die Pflanzen und Tiere Österreichs oder seien das die berühmten Personen, die in Österreich oder sonst wo gelebt haben. Oder sei es, vielleicht darf ich das besonders hervorheben, die Geografie, weil wir eben bei der Geografie von vornherein gesagt haben, wir beschränken uns nicht auf Österreich, sondern wir machen Geography of the World. Und da ist es so, dass man jetzt zum Beispiel wirklich nachschauen kann, wie benimmt sich als Grafik dargestellt das Bevölkerungswachstum in China verglichen mit Österreich. Da kommt man zum Beispiel drauf, dass das Wachstum in China und Österreich heute ähnlich ist. Also dass China nicht mehr stark wächst. Umgekehrt, dass zum Beispiel in Georgien die Bevölkerungszahl zurückgeht, seit sie sich von der Sowjetunion gelöst haben, weil eben die Wirtschaftsverhältnisse so schlecht sind, dass viele Leute auswandern müssen, weil sie dort keinen Job finden, nicht? Und das wird alles grafisch dargestellt für alle Länder der Welt in den verschiedensten Facetten. Man kann auch schauen, wie viele Nobelpreisträger es in einem Land gibt, für welches Gebiet oder sonst berühmte Persönlichkeiten. Also das ist sozusagen eine weltweite Geschichte, die übrigens auch in Englisch ist. Und der Hintergrund ist, dass wir hier versuchen, Institute in der ganzen Welt einzubinden. Also wir haben inzwischen ungefähr 10 Institute, die gesagt haben, sie werden da mitarbeiten. Aber auch da ist eben das Grundprinzip, wir versuchen qualitativ zumindest etwas geprüfte Informationen anzubieten. Ich glaube nicht, dass es eine Wahrheit gibt. Also wir haben so einen Halbpolitiker in Österreich, der einmal gesagt hat, die Wahrheit ist die Wahrheit ist die Wahrheit. Und ich halte das für einen kompletten Unsinn. Es gibt immer nur verschiedene Gesichtspunkte und keine wirklich objektive Wahrheit. Aber man kann versuchen, diese Gesichtspunkte darzustellen. Wenn Sie zum Beispiel im Austauschverfahren nachschauen und der Geografie und die Fläche eines Landes anschauen, zum Beispiel von Frankreich, dann finden Sie dort die überraschende Aussage, wir können Ihnen das nicht sagen, denn die Angaben in den verschiedenen Nachschlagwerken sind für Frankreich sehr verschieden. Das hängt damit zusammen, dass Frankreich manchmal die Seen und die Gletscher nicht mitzählt und manchmal schon.
Hängt natürlich auch ein bisschen mit den Überseeterritorien zusammen, die werden manchmal dazugezählt, manchmal nicht. Und der Effekt ist, dass man da gar nicht wirklich sagen kann, Frankreich hat so und so viele Quadratkilometer. Man kann nur sagen, aufgrund dieser Quelle hat so viel Quadratkilometer, aufgrund dieser hat so viele. Und der Grund für die Verschiedenheiten, die kann man vielleicht angeben. Das versuchen wir. Also das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Aus der Form. Und ansonsten, im Aus der Form sind jetzt knapp 600.000 Objekte drinnen. Also das bedeutet schon, dass man da tief hineinschnuppern muss, um wirklich festzustellen, was es alles gibt. Und es hat ein paar Alleinstellungsmerkmale, wie zum Beispiel, wir haben ganze Bücher drinnen und wir sind der einzige Server weltweit, der nicht nur die Bücher zum Lesen anbietet, sondern der Verknüpfungen von den Büchern zu normalen Webseiten und umgekehrt erlaubt. Ich kann also zum Beispiel nachschauen über Gmunden, irgendeine Stadt, nicht? Und dann finde ich, was jetzt über Gmunden halt auf normalen Webseiten im Aus der Form zu sehen ist. Ich finde aber auch Gmunden im Jahr 1835 aufgrund des ersten Universallexikons über Österreich oder Gmunden im Jahr 1900 aufgrund des Grundbrennswerkes und so weiter. Also diese Verknüpfung zwischen Buchmaterialien und Seiten gehört zu den einigen Ausnahmen oder Alleinstellungsmerkmalen, die das Aus der Form zusätzlich hat. Aber der wichtigste Anspruch ist der, den ich zuerst gesagt habe. Wir wollen versuchen, hier ein bisschen vorprüfen. Bevor man die Informationen sozusagen einfach konsumiert, ohne zu wissen, ob man sich darauf verlassen kann oder nicht. Naja, also eine der Sachen, auf die wir schon relativ stolz sind, ist die Tatsache, dass man eben merkt, wie die Aufmerksamkeit eben steigt, was Aus der Form anbelangt. Und zwar kann man das so ganz gut abschätzen, wie viele Anfragen kriegen wir. Also wir kriegen am Was weiß ich, vor 2 Jahren haben wir alle geheiligten Zeiten um eine Anfrage bekommen. Was wisst ihr zu diesem Thema? Und jetzt inzwischen ist es so, dass es schon eine richtige Last geworden ist, weil wir pro Tag 2 oder 3 Anfragen kriegen, als wären wir eine Auskunftei. Und das sind wir nicht, nicht? Wir können im Wesentlichen nur das anbieten, was im Aus der Form ist. Das andere, was wir machen, ist, wir versuchen, für die Schulen Material anzubieten. Und das hat zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, die vorwissenschaftlichen Arbeit jetzt, die vor der Matura in der 7. Klasse oder in der 8. Klasse dann zu schreiben ist, wo im Moment viele Eltern, Lehrer und Schülerinnen verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie vernünftige Quellen eben angeben können. Genau das können sie mit dem Aus der Form, weil eben bei jedem Beitrag dabei steht, das ist von Frau so und so oder Herrn so und so an dem und dem Datum geschrieben worden und die Person ist ausgewiesen mit einem Lebenslauf, sind das zitierbare Informationen. Also das ist das eine. Und wir haben die ersten vorwissenschaftlichen Arbeiten, die sogar inzwischen im Aus der Form stehen. Also eine zum Beispiel über, ich glaube, die Frauen in der Antike steht als Buch heute drinnen und die Schülerin, die das verfasst hat, die freut sich, dass sie im Aus der Form Verlag ein Buch veröffentlicht hat. Das war ihre vorwissenschaftliche Arbeit, die sie unter anderem mit Recherchen im Aus der Form unterstützt hat. Also das ist die vorwissenschaftliche Arbeit, für die ich glaube, dass das Aus der Form inzwischen sehr viel interessantes Material bietet und hoffentlich hilft. Das Zweite ist, es gibt diesen Vertrag mit den Schulbuchverlagen und dieser Vertrag schaut so aus, dass im Moment die Schulbuchverlage Österreichs ungefähr 100 Millionen Euro pro Jahr bekommen, um im Schulbücher immer wieder neu aufzulegen. Und ich möchte ein bisschen polemisch sagen, das wird von den Verlagen ausgenutzt. Also das heißt, es werden die Bücher jedes Jahr neu aufgelegt mit kleinen Änderungen, oft auch Bücher mit so Lücken, die man ausfüllt als Schüler, was es bedeutet, dass dasselbe Buch im nächsten Jahr von der nächsten Generation gar nicht mehr verwendet werden kann, weil die Lücken schon ausgefüllt sind. Also hier wird ein bisschen mit unserem Steuergeld wie in vielen anderen Bereichen etwas Schindluder getrieben. Das war ursprünglich gedacht als Stützung für die sozial Benachteiligten, dass jeder ein Buch bekommt, vielleicht auch als Unterstützung für die Verlage. Das mit den sozial Benachteiligten, das hat sich wirklich ergeben. Man könnte wirklich eine Schülerlade wieder einführen, wo man halt, wenn die Bücher nicht jedes Jahr gewechselt werden, man ein Buch halt 4 Jahre hintereinander benutzt und auch gratis benutzt, ohne dass man es kaufen muss, nicht? Und das mit der Verlagsunterstützung ist drum ein bisschen ein Witz geworden, weil die meisten Verlage heute in deutscher Hand sind. Das heißt, wir zahlen mit österreichischen Steuermitteln in Wirklichkeit
deutsche Verlage. Und das versuche ich ein bisschen abzuschwächen, indem wir Unterrichtsmaterialien für die verschiedenen Schulstufen und verschiedenen Bereiche anbieten. Und ich hoffe, dass wir da hinreichend viel Unterstützung kriegen, dass bis zu der Neuverhandlung dieser Verträge mit den Schulbuchverlagen das aus der Form so mächtig ist, dass man wirklich sagen kann, naja, vielleicht muss man in Wirklichkeit kann man darauf verzichten, einen Teil der Bücher zu drucken und kann ihm tatsächlich eher das Austria-Forum so weit unterstützen, dass dort das gesamte Unterrichtsmaterial, das man braucht, drinnen steht. Also das wäre so ein etwas weit gestecktes Ziel. Diese Verhandlungen werden zu führen oder werden zu führen sein, wahrscheinlich nicht mehr von mir, sondern meine Nachfolger beim Austria-Forum und vielleicht auch der TU Graz im Jahr 2017. Denn die Verträge, die jetzt eben abgeschlossen sind mit dem Buchverlag, gehen eben bis inklusive 2017. Das heißt, es wird 2017 neu zu verhandeln sein, kriegen die Verlage weiterhin den Auftrag, um 100 Millionen die Schulbücher zu drucken jedes Jahr, oder kriegen sie vielleicht den Auftrag, einen Teil nur zu drucken und den anderen Teil elektronisch anzubieten, und dann würde sich unter Umständen das Austria-Forum natürlich als Plattform durchaus anbieten.